Ja, hier spricht Isolde Richter. Ich möchte alle Teilnehmer ganz, ganz herzlich begrüßen und natürlich vor allen Dingen dich, liebe Daniela. Danke, dass du so spannendes Thema hier an die Schule bringst. Und ich freue mich auch, dass es doch so viele Teilnehmer gibt, die ihr Leben so ein Stück weit selbst in die Hand nehmen wollen und sich dafür auch verantwortlich fühlen, dass es gelingt und nicht nach einem Schuldigen suchen, sei es jetzt die Mutter, die sich ja da immer anbietet, der man Schuld zuschieben kann, oder auch dem Vater, dem Ehepartner, dem Kind, das zu früh gekommen ist, dem Chef, dem Staat, die Umstände. Es gibt ja viele Dinge, die man da beschuldigen könnte. Und ich finde es richtig, richtig schön, dass jetzt ihr hier sagt, ich will einfach für das Gelingen selber verantwortlich sein und es in die Hand nehmen. Und ich denke, dann schafft ihr das auch und ihr macht da was richtig Schönes draus. Ihr habt wirklich die allerbesten Aussichten, dass es gelingt. Also Daniela, das war es einfach, was ich sagen wollte. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Vielen Dank für die Einleitung, Isolde. Dankeschön. Ja, ich sage auch herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu dem Vortrag, die innere Schöpferkraft erwecken, erschaffen Sie Ihr Leben. Mit Ritualen und mit inneren Reisen. Und bevor ich am Ende dann in das Ritual reingehe, wir machen gemeinsam ein Ritual. Und dann gehen wir noch in eine kurze innere Reise auch hinein. Und ich möchte aber erstmal so ein bisschen das einleiten und ja, was ist die Schöpferkraft? Und ich beginne im Grunde oft mit meinen Kursen, Webinaren, beginne ich sehr, sehr häufig mit Gedanken des Tages oder auch der Woche. Also gerne könnt ihr den immer mit in die Woche auch noch mit reinnehmen. Und ich habe hier ein Zitat gewählt von Billy Blanks. Das war, ist so für mich eines der ersten Zitate, die in diese Richtung ging. Und ich kann euch sagen, also ich weiß nicht, das kenne ich bestimmt, das Zitat schon seit über 20 Jahren. Und ich verstehe es von Jahr zu Jahr immer anders oder auch besser, wenn man es so möchte. Man wird ja auch immer größer, man wächst ja immer weiter. Und das Zitat ist, wo ich heute bin, dahin hat mich mein Geist hingebracht. Und wo ich morgen sein werde, dorthin bringt mich mein Geist. Ja, es geht also um unseren Geist. Es geht also um unseren Geist. Und ich habe hier noch so ein kleines, Zitat noch mit reingenommen, beziehungsweise das habe ich dann mal geschrieben. Heute ist ein wundervoller Tag, weil ich es will, weil ich der Schöpfer meines Lebens bin, immer. Und das ist wichtig auch erstmal zu verstehen, wir erschaffen immer. Das heißt auch, das, was jetzt gerade in unserem Leben ist, ob gut, ob schlecht, wie auch immer wir das bewerten, das haben wir erschaffen. Das ist jetzt erstmal die ganz einfache Erklärung. Ich gehe aber da auch noch mal ein bisschen näher rein, weil manchmal ist es sehr schwierig, auch dann das zu ja, anzunehmen, dass ich das jetzt erschaffen habe. Also, genau, also wenn ihr Fragen habt, wir können am Ende gerne, ich weiß nicht, jetzt, ich habe jetzt eine Hand nämlich offen, also ich würde gerne erst den Vortrag machen und am Ende könnt ihr gerne auch noch Fragen stellen. Ja, jeder einzelne Mensch erschafft also seine eigene Realität. Und wenn man mal so bedenkt, Realitäten, ich finde es sehr spannend, wie wir, jeder einzelne Mensch, wie wir die Welt wahrnehmen. Also die Realität im Grunde, man kann sagen, durch unsere Sinne nehmen wir die Welt wahr. Wichtig ist aber auch die Einstellung zu gewissen Dingen, also die Einstellung zu mir selbst, die Einstellung zu meiner Familie, die Einstellung zur Gesellschaft und man kann es natürlich noch viel, viel zerkleinern. Und wo kommt das her? Und das kommt aus verschiedenen Feldern, zu denen komme ich gleich, aber erstmal hier noch, also von innen nach außen, wir erzeugen immer von innen, denn innen ist unsere Schöpferkraft. Unsere Seele, unser Geist, das ist die Schöpferkraft. Und die Außenwelt, also das heute, ist im Grunde das, was wir erzeugt haben. Und wir, also das im Außen, das spiegelt sozusagen das, was ich gestern
gedacht habe, das, was ich gestern getan habe. Das sind also diese Spiegel. Das heißt, wenn im Außen, und ich spreche auch davon zum Beispiel, wenn meine eigenen Emotionen und Gedanken, auch diese Dinge, wenn ich da sage, das gefällt mir nicht, das möchte ich nicht mehr haben, dann heißt es für uns, okay, da muss ich wohl wachsen, damit das nicht mehr in meinem Leben ist. Da muss ich also irgendetwas erschaffen. Also jetzt so ganz einfach natürlich erstmal gesagt. Wichtig ist, Gedanken und Gefühle, das ist, was letztendlich unsere Schöpferkraft ist. Alles ist Energie. Energie, verschiedene Wissenschaftler, also Tesla hatte das gesagt, Albert Einstein hatte das gesagt, wir können alles unter Energie, Frequenz und Schwingung sehen. Und die spirituellen Menschen, die haben schon immer ja auch von Schwingung gesprochen, von hohen Schwingungen und von niedrigen oder von leichten und schweren Schwingungen. Die Emotionen, die sind Energie. Also denk mal, wenn du glücklich bist, wie zeigt sich die Energie in deinem Leben? Wie fühlst du dich? Wie strahlst du? Oder wenn du traurig bist, wie ist es dann mit deiner Energie? Also gerade dieses Fröhlichsein und Traurigsein empfinde ich immer wirklich als sehr passend, weil dieses Fröhlichsein, da bin ich offen, ich strahle, ich gehe nach außen. Und traurig ist genau das Gegenteil. Ich ziehe mich zusammen, ich ziehe mich vielleicht wirklich zurück. Ich will niemanden sehen. Und das sind Energien, die wir erzeugen, also durch Gefühle, Gedanken. Und unsere Gedanken und Gefühle erzeugen dann auch Worte und daraus entstehen Handlungen. Und dann diese werden zu Gewohnheiten. Und da muss ich immer so ein bisschen auf das Thema Glaubenssätze auch eingehen. Also was ich glaube, wie die Welt ist, wie ich bin, was zum Beispiel, ja, Arbeit ist schwer. Und das ist zum Beispiel, was viele doch auch mehr oder weniger auch kennen, diese Aussage, Arbeit ist schwer. Und das denkt aber nicht tatsächlich jeder. Was ist deine Realität? Und ein anderer, der sagt, hey, meine Arbeit ist so locker flockig, ich gehe in meine Arbeit auf, ich bin erfüllt von meiner Arbeit, der hat eine ganz andere Wahrnehmung, was das Thema Arbeit angeht. Und das sind eben diese verschiedenen Realitäten, die man in verschiedenen Bereichen auch machen kann. Also auch zum Beispiel Beziehung. Ehe ist schwer, man muss dran arbeiten. Streit ist normal. Das höre ich immer wieder von verschiedenen Menschen. Und es geht aber auch anders. Es geht auch, dass es einfach ist, leicht ist, dass es in Harmonie geschieht. Und das sind eben diese verschiedenen Realitäten und die beginnen mit Gedankenmustern. Und diese Gedankenmuster, ja, die haben wir teilweise selbst erzeugt, aber einiges haben wir halt auch mitgebracht oder in die Wiege gelegt bekommen. Da komme ich aber, wie gesagt, gleich dazu. Das sind so diese verschiedenen Felder. Ja, durch gewohnte Gedanken, Gefühle und Handlungen erzeugen wir dann eben unser Feld, unsere Realität. Und das muss man erstmal wirklich verstehen. Also das sind unsere Glaubensmuster, Gedankenmuster also. Und die Handlungen, die wir daraus machen. Wenn ich also vor irgendetwas Angst habe, dann werde ich vielleicht da nicht in die Handlung hineingehen, obwohl ich es vielleicht möchte. Obwohl ich vielleicht, wenn ich es tun würde, dann würde ich wachsen und dann würde hinter dem Berg, würde dann das Glück warten. Also jetzt mal auch hier ganz einfach als symbolisch eben gesagt. Das heißt also, wir sollten an unseren Gedanken und Gefühlen arbeiten, um die Schöpferkraft zu aktivieren. So viel erstmal. Jetzt gucken wir uns aber nochmal an, was sind diese Felder, was ich da gesagt habe? Also wo kommen eigentlich diese Glaubensmuster her? Es gibt ja so viele verschiedene Methoden, um Glaubenssätze, ja, aufzulösen.
oder überhaupt teilweise zu erkennen, weil das ist oftmals ja das erste Thema, Glaubenssätze erkennen. Und zwar die Glaubenssätze, die mich hemmen. Nicht jeder Glaubenssatz ist automatisch böse oder schlecht. Es gibt auch diejenigen, die uns motivieren, die uns glücklich machen, die uns in die Erfüllung bringen. Die gibt es natürlich auch. Und also diese innere Welt, die ist entstanden einmal durch das Ahnenfeld. Also im Schamanischen sagt man eben, wir sind aus einem bestimmten Grund in diese Familie hineingeboren worden. Also wir wollten es, also ich spreche hier von einem Seelenplan oder von Lebensaufgaben oder etwas, das ich hier erledigen möchte. Und das Ahnenfeld hat eben auch einen großen Einfluss auf uns. Also es ist ein Teil, ne, es ist nicht nur das, aber es ist ein Teil, der uns natürlich beeinflusst. Und jetzt muss man hier noch bedenken, wir sind als Baby und bis Kind, bis zum 7. Lebensjahr, sagt man, dann nehmen wir alles so ungefiltert auf. Wir glauben das, was wir hören, was wir sehen, und ahmen das nach. Also das hat natürlich einen großen Einfluss auf unsere Schöpferkraft letztendlich. Ja, wenn ich also Eltern habe, die zum Beispiel gesagt haben, hey, reich sein ist einfach, dann glaube ich das und dann ist das auch in meinem Leben so. Wenn ich aber Eltern habe, die sagen, ja, wir kommen kaum mit dem Geld aus, das wir haben, oder wie heißt der Spruch immer, am Ende des Monats ist kein Geld mehr übrig. Ich glaube, er geht anders, aber ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich das annehme, dann ist das auch so. Das sind so Aussagen, die unsere Realität auch immer wieder bezeugen. Also wir machen dann tatsächlich auch selbst diese Erlebnisse. Und diese eigenen Erlebnisse verstärken natürlich auch nochmal diese Glaubenssätze, die wir zum Beispiel vom Ahnenfeld haben. Dann gibt es aber auch noch generell das kollektive Feld, das heißt also die ganze Welt. Und das merken wir jetzt auch so die letzten Jahre immer mehr und immer stärker. Wir sind in Richtung des Wassermann-Zeitalters oder zum goldenen Zeitalter. Wir erhöhen tatsächlich kollektiv die Schwingung. Das heißt nicht automatisch, dass jeder Mensch die Schwingung erhöhen wird, aber ein gewisser Anteil, damit also das Kollektiv in einer höheren Schwingung ankommt. Und da ist eben, was jetzt auch viele merken, sie merken, dass, also manche fühlen sich zum Schamanismus hingezogen, manche vielleicht zur Engelarbeit, irgendeine Art von spiritueller Arbeit, weil wir merken, dass es mehr gibt als das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Das ist das, was man im Grunde die dritte Dimension versteht. Das sind unsere fünf Sinne und mit unseren fünf Sinnen nehmen wir die Welt wahr. Es gibt aber noch den sechsten und den siebten Sinn und die aktivieren wir nach und nach automatisch. Jeder auf seine Art und Weise. Die einen haben das schon von klein auf. Also ich höre immer wieder von Menschen, dass sie sagen, ja, ich habe das und das wahrgenommen. Also zum Beispiel, ich habe Verstorbene wahrgenommen oder ich habe Engel wahrgenommen und das schon als Kind. Und ich habe mich lange Zeit nicht damit beschäftigt. Und jetzt erwachen diese Menschen. Sie haben schon mal irgendwann eine Erfahrung gemacht im Leben und jetzt erwachen sie und nehmen das an. Und das merke ich also immer mehr in diesem kollektiven Feld. Aber im kollektiven Feld, weil wir ja von Glaubenssätzen erstmal gesprochen haben, da sind natürlich auch diese hemmende Sätze enthalten, was sehr häufig was mit Krieg zum Beispiel zu tun hat. Also wir, die wir in Deutschland leben oder also alle, die hier leben, haben sich dafür entschieden, gerade Deutschland in diese Schwingung wieder zu erhöhen. Und wir haben auch für die Welt eine große Aufgabe da übernommen. Das
habe ich schon von verschiedenen spirituellen Lehrern auch gehört. Das heißt also, gerade wir mit Freude können wir dem Kollektiv auch dabei helfen, unterstützen und damit auch uns selbst, dass wir alle höher schwingen, dass wir also aufsteigen, könnte man sagen, oder einfach ins goldene Zeitalter übergehen. Was auch immer das bedeutet, das werden wir, denke ich, dann auch von Jahr zu Jahr immer mehr merken. Dann kann es sein, dass der ein oder andere von euch noch etwas von früheren Leben auch mitgebracht hat, irgendwas Unerledigtes, was wir dort nicht erreicht haben oder was wir, ich sag mal, dummerweise mitgebracht haben, was wir eigentlich nicht wollten. Das ist ebenfalls noch vorhanden. Das merkt man dann eher so, wenn man irgendwelche Gedankenmuster hat und man denkt, das gehört nicht, wirkt nicht zu mir. Ich kenne das eigentlich gar nicht. Also das wäre eine Möglichkeit, dass das von einem früheren Leben kommt. Das muss nicht von Anfang an da gewesen sein, sondern es kann sich irgendwann im Leben auch mal zeigen. Und natürlich, was ganz, ganz stark ist, sind die eigenen Erlebnisse. Also man könnte auch sagen, das, was wir vom Ahnenfeld oder vom kollektiven Feld an Glaubenssätzen, Handlungsmuster mitbekommen haben, plus die eigenen Erlebnisse, die das letztendlich oft einfach verhärtet haben. Ja, also ich nehme nochmal das Beispiel Arbeit. Ja, meine Eltern haben das schon immer gesagt, dann bin ich in die Arbeitswelt gegangen und ja, mir geht es auch so. Ich habe ebenfalls diese Arbeit ja, so wahrgenommen. Und das verhärtet das natürlich. Und letztendlich kann man auch sagen, gerade da, wo wir Probleme haben, wo wir Hemmnisse haben, wo wir Ängste haben, genau da ist unser Wachstumspotenzial. Das muss man letztendlich immer auch sagen. Und das sind einfach Lernaufgaben und manchmal auch tatsächlich sind es Lebensaufgaben, die wir auch mitgebracht haben. Also unsere Seele hat einen bestimmten Plan, etwas zu erleben und hat auch bestimmte Lebensaufgaben mitgebracht. Also das ist nicht nur eine Sache, sondern es sind oftmals auch mehrere Dinge. Und da, wo es uns nicht gut geht, ja, also da, wo wirklich Persönlichkeitswachstum dann letztendlich entsteht, wenn wir es überstanden haben, wenn wir größer geworden sind, da erkennt ihr immer, das sind die Aufgaben für euch. Das heißt nicht immer, dass ihr die jetzt sofort machen müsst, aber ich sage immer, okay, ich schreibe mir das mal auf und irgendwann, manchmal passiert es automatisch im Tun, ja, intuitiv auch einfach. Und wenn nicht, dann kann man irgendwann hinschauen, okay, und sagen, das muss ich jetzt angehen, das möchte ich jetzt angehen. Auch das ist nochmal wichtig, dass du willst und auch jetzt die Schöpferkraft, dass du die Schöpferkraft wirklich aktivieren willst. Will ich etwa etwas Neues in mein Leben anziehen? Da fehlt ein S. Also will ich etwas Neues in mein Leben anziehen, muss ich meine Gedanken und Gefühle ändern. Und da ist immer, wo wir beginnen. Ich kann, welches Beispiel? Ich nehme nochmal das Beispiel mit einer Beziehung. Also wenn ich Erlebnisse hatte, wo ich verletzt wurde in Beziehungen, wo es immer Streitigkeiten gibt und wenn ich dann diese beendet habe und dann eine neue Beziehung beginnen möchte und immer noch den Glaubenssatz habe, Streit gehört dazu, dann wird auch das in der nächsten Beziehung kommen. Und deshalb ist es wichtig, auch die Gedanken und Gefühle zu verändern. Durch Veränderung meiner Gedanken und Gefühle ändere ich ja letztendlich die Schwingung. Gedanken und Gefühle sind Energien, also sind Schwingungen. Und irgendjemand oder etwas geht in Resonanz damit. Wichtig ist auch nochmal, dass diese auch, also die Schwingung eine bestimmte Intensität auch erreichen muss. Ja, es wäre, ich sage immer so schön, es wäre ja schlimm, wenn ich mir heute irgendwas wünsche und ich es einmal ausspreche, ein bisschen reinfühle und am nächsten Tag ist es da. Eigentlich wäre es sehr schlimm, weil ich vielleicht ständig ja was anderes will und heute will ich das und morgen will ich das. Und dann würde sich ständig die Dinge irgendwie verändern.
Und seht das so, dass ihr euch in eine gewisse Schwingung hineinschwingt, dass die entsteht auch, dass ihr sozusagen diese Schwingung von innen nach außen erzeugt. Und dazu braucht es eben eine bestimmte Intensität. Manchmal hört man so von bestimmten Religionen, dass man geprüft wird. Ja, also du willst irgendetwas und dann ist das eine Prüfung. Man könnte das so sagen, oder man könnte sagen, ja, das Universum will einfach nur wissen, ist es tatsächlich das, was du willst? Dann zeige mir mit deinen Gedanken, den Gefühlen und vielleicht auch Handlungen, zeige mir, dass du tatsächlich das möchtest, also zu diesem Ziel hin möchtest. Und das ist sozusagen in Anführungszeichen die Prüfung des Universums, weil sich das Universum einfach sicher sein möchte und nicht ständig sozusagen die Schwingung verändern möchte oder muss oder ja. Also das muss man auch im Grunde verstehen. Und diese Art, ihr habt mit Sicherheit schon das gehört, Gesetz der Anziehung. Das ist das Gesetz der Entsprechung in den sieben hermetischen Prinzipien oder sieben hermetische Gesetze. Und das Gesetz der Entsprechung ist im Grunde wie innen zu außen. Und das bedeutet also, dass du innen ein Ziel visualisieren kannst mit deinen Gedanken, also mit Visualisierung in Form von inneren Bildern plus Gefühl. Und wenn du das für eine ganze Weile auch machst, dann passiert das, dass es automatisch von innen nach außen entsteht. Manche Dinge ganz schnell und manche Dinge eben brauchen seine Zeit, weil wir unsere Schwingung dahingehend verändern müssen. Ich sage das zum Beispiel mal ganz gerne mit Geld. Also wenn ich jetzt, weil es mit Zahlen finde ich das immer sehr viel einfacher zu erklären. Wenn ich jetzt gewohnt bin, ich bin Angestellte, bekomme im Monat 1.200 Euro. Das ist das, was ich kenne. Das ist auch ungefähr das, was ich von meiner Familie kenne, also Glaubenssätze. Und dann sage ich, hey, ich möchte gerne im Monat 100.000 Euro haben. Dann muss ich mich in diese Schwingung verändern. Und das kann man vielleicht sich vorstellen, also wenn ich das monatlich haben will, dann kann man sich vorstellen, dass du das nicht von heute auf morgen bekommst, sondern dass du deine Schwingung dahingehend verändern musst. Nach und nach. Und das kann auch mal langsam gehen oder auch tatsächlich mal etwas schneller, je nachdem, wie intensiv ich an mir selbst arbeite. Und das ist eben immer ganz wichtig. Also Schöpferkraft hat, wenn ich sie bewusst einsetzen möchte, dann hat es was mit meiner eigenen inneren Arbeit zu tun. Und ich sage immer ganz gerne, es ist oft so, dass es erstmal die Schattenarbeit ist, dass ich also wirklich erkenne, was will ich nicht mehr in meinem Leben, was ist nicht so gut in meinem Leben, woher kommt dieser oder jener Glaubenssatz, was denke ich über dies oder jenes, dass ich also diese Dinge auch erst einmal für mich erkenne, auch zum Beispiel, wo bin ich Opfer? Und dass ich dann sage, okay, das sehe ich erstmal. Und dann gehe ich in das Loslassen. Ich lasse erstmal die Dinge los, die ich heute nicht mehr haben will. Und dann richte ich mich in die andere Richtung aus. Was will ich denn stattdessen haben? Wie soll es denn stattdessen sein? Ja, mir muss immer erstmal die Schattenseite bewusst sein, was da nicht so gut läuft in meinem Leben. Und dann richte ich mich anders aus. Und im Schamanismus mit den Ritualen und inneren Reisen, das ist für mich immer auch ein super sanfter Weg, da diesen sanften Weg zu gehen. Und ja, auch hier, manchmal ist es eine sehr schnelle Bewegung. Je nachdem, wie intensiv du damit arbeitest, kann es auch mal intensiv eben auch erstmal in den Schmerz oder in die Angst hineingehen. Das ist möglich. Geh bitte da immer sanft mit dir um, das, was gerade für dich möglich ist. Also das ist beim Schamanismus immer auch wichtig. Jeder hat seinen eigenen
sein eigenes Tempo, um da durchzugehen, weil jeder hat ja, bringt ja auch so sein eigenes Paket im Grunde mit, ne? Also manche haben vielleicht gar nicht so viel an negativen Glaubensmustern oder haben vielleicht auch schon viel an sich gearbeitet, ne? Also je nachdem, wo ich gerade stehe. Und andere fangen vielleicht an und haben sehr starken Ballast im Leben schon. Und dann geht bitte immer leicht und sanft auch mit euch um. Das ist, es ist einfach ein Weg. Ein Weg nach und nach zu gehen. Und immer mehr Leichtigkeit ins Leben mit hineinzubringen. Und hier nochmal eins wichtig: Schmerz und Angst, Leid, diese Dinge sind in unserem Leben. Also Schmerzen und Angst werden immer auch im Leben sein. Wir werden sie nie hundertprozentig wegbekommen, weil diese Dinge brauchen wir, um zu wachsen, um auch das Potenzial in uns selbst dann auch zu erkennen. Und es ist einfach auch normal, Schmerz und Angst sind auch, ja, gehören zu unserem Überlebensmodus ja auch noch dazu. Also die sind immer da. Aber Leid, also aus Schmerz und Angst entsteht Leid. Und das Leid, wenn ich also leide, erkenne das. Und im Buddhismus ist es ja so, dass es ein ganz großes Tool im Grunde ist, dass man das Leid auch loslassen kann, aber auch versteht, dass ohne Leid auch nicht das Schöne im Leben gibt. Ja, also auch da erkennt, dass es ein gewisses Art von Leid auch dazugehört, aber nicht ein Leid, das sich ja unbedingt, also in Richtung Opfer. Ich muss kein Opfer sein, sondern übernehme dein Leben. Ja, übernehme die Verantwortung für dein Leben. Und schaue, wenn du Leid erkennst, schau es an, schreib dir vielleicht diese Dinge auf. Also ich schreibe auch immer ganz gerne auf. Ja, was fühle ich? Warum ist das Leid oder auch Angst, Schmerz? Warum ist das vorhanden? Und dann richte dich in die Positivität aus. Also schaue, was ist schön in meinem Leben? Wofür bin ich dankbar? Das ist dann ganz wichtig. Aber nicht, dass wir also in diesem Leid, in dieser Angst, im Schmerz drinbleiben. Das sollen wir nicht. Das müssen wir gar nicht ewig lange machen, sondern erkenne es und dann sag, okay, daran werde ich arbeiten und jetzt gehe ich aber erstmal in die Dankbarkeit. Für was bin ich dankbar in meinem Leben? Und damit richtest du dich schon wunderbar aus. Und da habe ich schon jetzt gerade so ein bisschen Rituale mitgebracht, also habe schon einiges erzählt. Dieses Aufschreiben, ja, von deinen Ängsten, Schmerzen und so weiter. Und sich dann auszurichten mit täglichen Ritualen. Ritualarbeit, das kennt man auch aus dem Mentaltraining, aber man kennt es eben auch aus dem Schamanismus und dass du dich ausrichtest. Und das kann morgens anfangen, du wachst auf, hast vielleicht noch nicht die Augen offen und dann sagst du, das wird ein wundervoller Tag. Ich bin glücklich, ich bin dankbar. Also das kannst du bereits, obwohl du noch gar nicht, der Geist vielleicht noch gar nicht ganz wach ist, kannst du damit bereits schon anfangen. Und das sind schon mal kleine tägliche Rituale. Und es gibt natürlich ganz unterschiedliche tägliche Rituale. Eines meiner Liebsten ist dann auch noch, schreibe dir jeden Tag drei oder fünf Dinge auf, für die du dankbar bist. Alleine wenn du das schon mal für einen Monat machst, wenn du aufwachst, ja, sage, heute ist ein toller Tag, und diese Dankbarkeitsübung, wird sich etwas verändern. Du veränderst deine Schwingung. Wichtig ist, dass wir es tun. Dann gibt es Kerzenrituale. Hier nutzt man im Schamanismus oder auch im Hexentum einfach verschiedene Kerzen, das heißt Kerzen mit verschiedenen Farben. Und diese Farben bringen eine bestimmte Schwingung mit. Und warum macht man das mit Kerzen? Also Kerzen, das Wachs, das hat, enthält Fett. Und Fett ist im Grunde ein Energieträger. Die Kerze soll meinen Wunsch mit dem Feuer und dem Wachs transformieren von meinen Gedanken
transformieren in das Universum, sodass das Universum hilft, mich unterstützt, dass mein Wunsch in Erfüllung geht. Deshalb nutzt man also Kerzen bei den Ritualen und am besten farbige Kerzen, aber wenn man keine hat, nehmt eine einfache, normale, weiße Kerze, die geht immer. Man kann, also wenn etwas Not ist, dann kannst du jederzeit, egal welche Art von Ritual machen, also wirklich zu jeder Zeit. Und ansonsten kann man, wenn man möchte, auch sagen, ich mache bestimmte Rituale zu bestimmten Zeiten. Ich nutze also hier bestimmte Energien. Das heißt, hier zum Beispiel das Mondritual. Ich schaue oftmals auch auf den Mond. Wenn der Mond abnimmt, dann mache ich ein Ritual, was weniger werden soll. Wenn der Mond zunimmt, gibt es ein Ritual, was auch bei mir zunehmen soll. Bei Neumond ist so ganz typisch, das ist also der Neumond, hier beginnt etwas, da mache ich also ab dem Neumond, da mache ich etwas, was für diesen Mondzyklus, was sich vermehren soll, was vielleicht, wenn ich ein bestimmtes Projekt habe, dass es sozusagen unter einem guten Stern steht. Bei Vollmond ist oft, also da macht man oft so Meditationen zu Frieden oder zu Liebe, also alles, was in Fülle in unserem Leben sein soll. Das sind zum Beispiel Vollmondrituale. Also jetzt nur so ein paar Beispiele. Dann die Jahreskreisfeste. Es gibt 8 Stück im Jahr und man richtet sich eben energetisch. Was jetzt im Moment energetisch im Leben ist. Und ich mache das jetzt schon seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, also über 10 Jahre, 15 Jahre. Und man bekommt einen ganz anderen Rhythmus auch über das Jahr. Dann auch im Grunde sonstige Übergänge, wie zum Beispiel Berufswechseln, Umzug, Geburt, Hochzeit, Tod, andere Schicksalsschläge, Eintritt ins Erwachsenenalter, ins Seniorenalter, Beginn, Ende der Menstruation. Das sind alles so Themen, wo etwas Neues beginnt oder wo etwas veränderungsmäßig in unserem Leben vorhanden ist. Und da macht man sehr häufig eben auch Rituale, damit es uns sozusagen bewusst ist, so jetzt endet etwas. Also es ist ja oft auch etwas erstmal vorhanden, irgendwas endet jetzt. Ja, selbst wenn ich jetzt sage Hochzeit, okay, da endet jetzt mein Single-Leben. Und dann beginnt etwas Neues. Also in solch einem Ritual ist es immer wichtig, dass das, was endet, zu verabschieden, mit Liebe zu verabschieden und das Neue mit Glück mit Freude und sonstigen Emotionen zu begrüßen. Das sind also so ganz typische Rituale im Schamanismus. Und warum macht man das? Eben, dass du dich einschwingst, ja, dass du bestimmte Schwingungen also erzeugst. Auch schon dieses tägliche Ritual ist im Grunde, wenn du jetzt ab morgen vielleicht, wenn du sagen würdest, das ist heute ein toller Tag, dann richtest du dich jeden Tag aus, dass heute tolle Momente geschehen, dass du Glücksmomente anziehst. Es wird nicht der ganze Tag so vielleicht sein, aber du wirst immer mehr merken, es sind immer mehr Glücksmomente dann auch vorhanden, weil du automatisch dann so strahlst und andere Leute werden das merken. Und das ist eben auch schon hier die innere Schöpferkraft. Ja, diese Rituale erzeugen zum einen, dass das Bewusstsein wach ist und ich die Energie auch lenken kann. Denn mit diesen Ritualen habe ich ja einen bestimmten Wunsch, ein bestimmtes Ziel, das ich nach außen sende. Und das ist immer ganz wichtig. Ich brauche eine Absicht. Es muss irgendeine Absicht sein, die ich nach außen sende. Wenn ich es nicht bewusst mache, dann geschieht das unterbewusst aus meinen alten Mustern.
Du erschaffst, wenn du nicht bewusst irgendetwas veränderst, dann erschaffst du heute das Morgen aus deinem Gestern. Also du erschaffst sozusagen deine Vergangenheit immer wieder neu. Ja, also, und es passiert nichts Neues dann dadurch. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du etwas verändern möchtest im Leben, musst du dich bewusst neu ausrichten. Und die Rituale, die haben mir immer wieder wunderbar geholfen dabei, auch diese Absicht eben auch ins Universum zu schicken. Und das ist eben auch, dass ich sozusagen hier dem Universum auch dort Hilfe und Unterstützung zurufe und sie auch von dort bekomme. Und egal an was ihr glaubt, also ob es jetzt Gott ist oder irgendeine andere Gottheit, ob es jetzt die Engel sind, die ihr dazu ruft, ob es jetzt die eigenen Archetypen sind, ob es die Elemente sind, ja, egal wen ihr dazu ruft, sie helfen. Denn dafür sind sie da. Und das sind diese Energien, die eben im Universum sind. Ich sage auch hier manchmal Universum, manchmal sage ich das kollektive Bewusstsein. Das ist auch alles eins, denn wir sind alle eins. Jeder von uns ist Teil des großen Ganzen. Und jeder von uns erzeugt seine eigene Realität. Also das, diese Rituale, das ist das, was man im Außen macht. Das ist auch hier, wo wir nachher auch so ein kleines Ritual noch machen werden. Und dann gibt es die innere Arbeit, denn von innen nach außen. Also im Außen erzeuge ich erstmal eine bestimmte Absicht, dass ich mir, im Außen kann ich dann auch erstmal belegen, okay, wie möchte ich denn, dass es aussieht? Wie möchte ich mal darüber denken? Wie möchte ich darüber fühlen? Was mache ich? Also ich kann auch darüber nachdenken, welche Handlungen geschehen dann, wenn mein Ziel erreicht ist. Und dann gehe ich ins Innere und erzeuge innere Bilder und Gefühle. Das mache ich entweder als schamanische Reise oder auch als Meditation. Ja, egal wie man es nennt. Was ist der Unterschied von den beiden? Also ich persönlich habe damals mit Meditationen angefangen. Und dann hat meine Lehrerin hat mir dann gesagt, das, was du eigentlich machst, das ist nicht meditieren, du reist eigentlich mehr. Und sie konnte mir das aber auch nicht so ganz beantworten, was denn so der Unterschied denn wirklich ist. Und im Laufe der Jahre habe ich dann so zu mir gesagt, okay, wenn ich schamanisch reise, dann ist es für meine Seele. Es ist, ich nehme hier Kontakt auf zu meiner Seele. Gerade wenn ich auch in die untere Welt gehe. Also im Schamanismus gibt es die untere, mittlere und obere Welt. Wenn ich in die untere Welt gehe, das ist meine Seelenlandschaft. Also das bin ich. Und das sind so typisch schamanische Reisen. Auch die mittlere Welt, die so aussieht wie unsere Welt hier, aber alles hat einen Spirit. Und auch das besuche ich mit meiner Seele. Und die obere Welt, da dreht sich schon ein bisschen, weil das ist für den Geist. Meditationen sind für den Geist. Aber bei Meditationen, was halt anders ist, bei Meditationen versucht man im Grunde seinen Geist zu beruhigen. Also keine großen Kommunikationen zu erzeugen in der Meditation, sondern wahrzunehmen, zu fühlen, aber nicht zu urteilen, nicht zu kommentieren oder ähnliches. Ja, also da ist der Geist, wird ruhig. Wenn ich das mache, dann ist das Meditation. Und ansonsten reise ich. Wenn ich also zum Beispiel in einer inneren Reise irgendeine Gestalt vor mir habe und sie frage, wer bist du? Was kannst du für mich tun? Was willst du? Warum hast du dich gezeigt? Und dann kommt auch eine Antwort. Und das ist dann im Grunde eine Reise. Und zwar eine schamanische Reise. Man kann es aber genau auch innere Reise nennen. Ja, also wir gehen in eine schamanische Reise oder und eine Meditation, was einem auch leichter fällt. Und hier gehe ich bewusst als in die innere Welt oder in eine andere Dimension
um innere Reize zu setzen. Und diese Reize sind eben Gedanken und Gefühle, also wichtig, wenn es die Absicht ist, etwas Bestimmtes zu erreichen, immer das Endziel nehmen. Also das, was dein Wunsch ist und was passiert, wenn der Wunsch erfüllt ist. Was denkst du dann? Wie fühlst du dich dann? Was tust du dann? Und das sind diese Reize, die du eben innerlich dann auch erzeugst. Ja, sodass mein Unterbewusstsein, meine Seele, die Archetypen oder auch andere Geistführer bestimmte Energien und Schwingungen dann auch erzeugen können. In einer schamanischen Reise ist es auch oft so, wenn ich die Archetypen kenne, dass ich, also meine Archetypen, ich erkläre die nachher nochmal so ein bisschen, das sind Aspekte meiner selbst. Und wenn ich jemandem eine Aufgabe gebe, dann gebe ich das sozusagen so ein bisschen auch ab. Und das kann auch eben dabei unterstützen, diese Energie, die Schwingung damit zu erzeugen, automatisch von innen nach außen. In einer Reise oder auch einer Meditation nutzen wir unseren Bewusstseinszustand. Es gibt verschiedene Bewusstseinszustände, das heißt, das Gehirn schwingt auf eine bestimmte Art und Weise, ja auch hier wieder Schwingung und Frequenz, also es gibt ja auch das EEG, das zeigt ja auch die Wellen von meinem Gehirn und wir nutzen einen entspannten Zustand und zwar, man nennt den tiefen Entspannungszustand oder den Theta-Zustand. Das ist so ein Trance-Zustand, den wir auch ganz automatisch erreichen, kurz bevor wir einschlafen und kurz nachdem ich aufwache. Deswegen auch hier dieses Ritual, was ich vorhin gesagt habe, wenn du so ein bisschen schon wach bist, die Augen noch zu hast, das ist der optimale Zeitpunkt, um zu sagen, heute wird ein toller Tag. Und noch mehr, also du kannst gerne, wenn du irgendwas vorhast an diesem Tag, auch das als mit einem positiven Satz direkt mit reinbringen. Und das ist der ideale Zeitpunkt, weil du dann noch im Theta bist, denn im Theta-Zustand können wir uns selbst sozusagen umprogrammieren. Wie ich vorhin schon sagte, das passiert nicht sofort. Ja, deswegen, es muss eine bestimmte Intensität erreicht werden. Also deswegen wäre auch ein tägliches Üben, ein tägliches Tun auch hier wichtig. Und in den schamanischen Reisen, also gerade wenn es um Zielsetzung geht, ist es auch ganz gut, wenn man auch diese nicht nur einmal macht, sondern eben auch mehrmals macht, um immer wieder die Intensität von dem inneren Bild plus Gefühl zu erzeugen und dadurch eben auch zu erhöhen letztendlich. Wichtig auch nochmal hier, die Schöpferkraft erschafft immer, also das, was ich vorhin schon gesagt habe, also wenn du nicht bewusst erschaffst, dann erschaffst du unterbewusst. Und das, was sich jetzt in deinem Außen zeigt, das hast du erschaffen. Und das müssen wir erstmal verstehen und auch annehmen. Also auch das ist, denke ich, manchmal schwierig auch anzunehmen, gerade wenn nicht so tolle Sachen in unserem Leben sind, dass man auch das angezogen hat. Denkt immer noch mal daran, denkt immer noch mal an diese verschiedenen Felder, das Ahnenfeld, das kollektive Feld, die beeinflussen uns auch, ne? Also es kann auch das ein oder andere aus diesem Feld mitgeschwungen sein, sozusagen, warum uns bestimmte Dinge entstanden sind. Übernehme dein Leben und erzeuge eine Schöpferkraft und zwar das, was du möchtest, die Person, die du sein willst. Und da ist es eben, dass du ja Tag für Tag daran arbeiten kannst. Unbewusst erzeugen wir also stets mittels unserer Gedanken und den Handlungsmustern, die wir haben. Wir erschaffen also auch heute das Gestern. Ja, heute das Gestern, morgen das Heute. Ganz automatisch, ohne, also auch dann, wenn wir nicht bewusst etwas tun. Möchten wir also etwas Neues, dann müssen wir bewusst Gedanken und Handlungen verändern und uns neu ausrichten. Und da kannst du wunderbar eben einmal mit schamanischen
Ritualen, aber auch mit den inneren Reisen arbeiten. Ich nutze auch immer gerne beides, weil das sind schon zwei Dimensionen, einmal meine eigene innere Dimension und dann die äußere Dimension. Ja, das ist, was ich ganz, ganz gerne mache. Ja, Schöpferkraft, glaube an deine Schöpferkraft und überlege einfach mal auch hier, welche Wünsche im Leben hattest du und welche davon sind erfüllt worden. Oft ist uns das irgendwie gar nicht bewusst. Ja, manchmal ist es so, dass wir uns irgendwas gewünscht haben. Man lebt dann weiter und plötzlich hat man das bekommen. Und manchmal weiß man noch gar nicht mal mehr, dass man sich das gewünscht hat. Uns wird es gar nicht bewusst, aber es ist entstanden. Und gerne könnt ihr da also mal drüber nachdenken. Welche Dinge sind denn erfüllt worden in eurem Leben? Und welche nicht? Und die, die nicht erfüllt worden sind, entweder man hat nicht intensiv genug das gewünscht, also die Intensität erhöht. Manchmal ist es so, dass man sich, dass man so ein bisschen träumt, ach, es wäre schön, wenn. Da sagt das Universum, okay, es ist keine Absicht. Du träumst gerade nur ein bisschen. Na, also deswegen, man muss auch sagen, das will ich. Und ich habe es jetzt bereits. Ich fühle es jetzt bereits. Also entweder das ist, hat man noch nicht gemacht gehabt. Oder auch manchmal ist es nicht unser Wunsch. Dann ist so unterbewusst eine Schwingung da, wo das Universum weiß, das ist doch gar nicht dein Wunsch. Das wünschst du dir nur vielleicht, weil es deine Eltern gerne wollen oder weil es dein Partner, Partnerin möchte, weil es die Gesellschaft will. Aber eigentlich willst du es gar nicht. Deswegen gebe ich dir das nicht. Also auch das kann mal sein, warum Wünsche nicht erfüllt werden. Wichtig ist auch natürlich dann, dass wir vielleicht auch unsere Schwingung einfach nicht erhöht haben dahingehend. Also wenn wir, ich sage manchmal auch ganz gerne, unser Mindset auch zu verändern, dass wir zu der Person tatsächlich werden, die wir gerne sein möchten. Und vielleicht haben wir das nicht gemacht, dass wir also nicht gewachsen sind. Ne? Wenn Wünsche sich nicht erfüllen, kann auch das daran eventuell liegen. Und manche Wünsche, nochmal vielleicht wichtig, manche Wünsche brauchen auch Zeit, dass wir erst zu dieser Person werden, die wir sein müssen, um das zu erreichen. Ja, was will ich? Also hier überlegt mal, wir machen ja nachher jetzt gleich ein Ritual und überlegt euch mal, was möchtet ihr gerade hier mit einbringen? Was wünscht ihr euch? Wer willst du sein? Oder was willst du haben? Ich habe hier so, das sind erstmal so die wichtigsten Bereiche im Leben, also Gesundheit, Arbeit, Beziehungen, Finanzen, dann auch sonstige persönliche Wünsche und Emotionen. Und die Emotionen verbindet bitte immer auch mit den einzelnen Bereichen. Also wie möchtest du dich fühlen mit deiner Gesundheit? Wie möchtest du dich fühlen mit deiner Arbeit und so weiter? Na, also das ist auch wichtig. Und hier manchmal bekomme ich dann auch gesagt, wenn ich sage, was willst du haben? Ja, man soll doch nicht so viel Materielles sich wünschen. Du darfst dir Materielles wünschen, denn wir sind Menschen und ein Mensch benötigt auch gewisse Dinge. Das ist einfach so. Und einen gewissen Wohlstand dürfen wir uns auch wünschen. Und bedenke immer mit den Emotionen, ja, wenn du aus den Emotionen etwas willst, weil du Neid erzeugen möchtest, ist es natürlich nicht der richtige Weg. Es ist eine falsche Motivation, weshalb du das willst. Wenn du aber diese bestimmte Sache haben möchtest, weil du und deine Familie damit sich wohler fühlen, damit du da vielleicht Gemeinschaft erzeugen kannst oder was auch immer. Also wenn da positive Emotionen dahinter stehen, dann darfst du das natürlich auch wünschen. Also bedenke immer, ja, was möchtest du damit im Grunde haben? Ist es für dich, für dein Herz wichtig, für deine Familie, für deine Lieben wichtig?
Oder sind dahinter andere Emotionen, dass du eben, keine Ahnung, Anerkennung haben möchtest, eben Neid oder sonstiges eben erzeugen möchtest? Das ist natürlich im Grunde die falsche Motivation dahinter. Ja, wichtig, die Wünsche kommen von Körper, Geist, Seele. Verbinde jeden Wunsch mit einem Gefühl und inneres Bild. Also das bedenke immer, Gefühl und inneres Bild. Um auch noch mal so ein bisschen zu überlegen, also Wünsche. Ja, warum wünschen wir uns manchmal auch, ich sag mal, Konsum, irgendwas aus dem Bereich Konsum? Wichtig hier so ein kleines bisschen ist es nach den Chakren. Und wichtig ist es immer, dass unsere Basis erfüllt ist. Also wenn die noch nicht erfüllt ist, kann nichts von den anderen Dingen, wird nichts wichtig sein erstmal. Basis heißt, ich habe genug zu essen, also ich werde satt, mir ist es warm, angenehm, gemütlich. Ja, wenn es zu heiß ist, dann vielleicht auch etwas kühler, also Temperaturen ist angenehm. Und auch erstmal, ich kann mir das leisten, damit es mir gut geht. Einfach nur die Dinge, damit ich mich wohlfühle. Also es geht noch nicht darum, damit ich viel habe, sondern damit es mir gut geht. Was auch immer ich in meinem Leben halt in dem Moment brauche. Das ist immer erstmal das Allerwichtigste. Und wenn ich das habe, gehe ich dann in die nächsten Bereich, wobei das manchmal auch so ein bisschen überschwappen kann natürlich, nämlich gute Beziehungen. Und Beziehungen kann natürlich verschiedenes sein. Partner, Partnerin, Kinder, Eltern, Nachbarn, Freunde, Bekannte, Kollegen etc. Ne, also da, was erfüllt mich? Wie viel an Beziehungen? Was will ich von Beziehungen? Wie soll die Beziehung sein? Harmonisch, nah, fern, ne, wie auch immer. Dann Erfüllung von Kreativität. Das ist etwas, was oft sehr wichtig ist. Und bedenkt bitte nicht, Kreativität muss nicht für jeden sein, dass du irgendetwas neu erstellst und verkaufst zum Beispiel, sondern es darf auch einfach sein, kreativ zu leben, was auch immer das für dich bedeutet. Damit du weißt, wer du bist und dass du auch ja authentisch sein kannst. Und oft ist es halt so, dass wir auch das ein oder andere kreativ uns ausdrücken. Also so ein Ritual zum Beispiel wäre auch, sich kreativ auszudrücken. Ne, also belege hier mal, wie kannst du deine Kreativität ausdrücken? Hast du einen Wunsch dahingehend auch? Dann Erfüllung von Liebe und Leidenschaft. Das ist natürlich auch hier, das tut sich ein bisschen überschneiden, auch mit dem einen oder anderen manchmal. Erstmal Selbstliebe. Liebe ich mich selbst ausreichend? Dann die Liebe zu anderen Menschen. Liebe für oder von anderen Menschen auch zu bekommen. Dann Tiere, ja, Haustiere oder auch andere Tiere. Generell die Liebe, Leidenschaft zur Welt. Was bedeutet das für dich? Zur Arbeit. Zu dem, was ich tue. Also es muss nicht Arbeit in Form von, ich bekomme dann Geld, sondern generell, was ich im Leben tue, dass ich das mit Liebe tue, dass ich das mit Leidenschaft tue. Und ja, wir machen nicht immer alles mit Leidenschaft, aber eben, das ist zumindest das meiste, was ich tue, dass das mit Liebe und Leidenschaft geschieht. Und da wären zum Beispiel auch Hobbys noch ein Thema. Wenn ich all dies habe, dann kann ich noch sagen, okay, Erfüllung meiner Wahrheit, dass ich also da ein bisschen tiefer gehe. Was ist denn meine Wahrheit? Und da öffnet sich oft auch dann die fünf Sinne werden dann mehr. Dann gehen wir in den sechsten Sinn. Ja, ich nehme mehr wahr. Ich erweitere mein Bewusstsein. Das habe ich jetzt hier unten schon auch stehen. Das erweiterte Bewusstsein. Ich mache vielleicht mystische Erfahrungen, wie auch immer die aussehen. Ich gehe tatsächlich meiner Intuition nach. Ich kenne meine Intuition. Ich lebe mit meinen inneren Impulsen, mit meiner oder durch meine Intuition. Und dann kann vielleicht auch, wenn das alles geschieht, das Einssein auch ein Wunsch sein, dass ich wirklich spüre, fühle, merke, ich es weiß, dass das meine Wahrheit auch ist. Ich bin eins. Oder einfach nur, dass ich bin.
Denn letztendlich ist eigentlich diese Worte, dass ich bin, ist es schon die Aussage, ich bin eins. Also auch hier, ne, je nachdem, was ist denn schon erfüllt, kann es ungefähr, es ist nicht immer von oben nach unten, aber in etwa kann es so in diese Richtung gehen. So, Rituale. Also überlege dir bei einem Ritual immer, welchen Wunsch du fokussieren möchtest. Also am besten einen Wunsch, den du jetzt hier mit reinbringst. Und ich sage oft ganz gerne, diesen Wunsch immer wieder auch zu visualisieren innerhalb von einem Mondzyklus. Also ich nehme immer ganz gerne eben so in etwa 28 Tage, dann 4 Wochen, wie auch immer ihr das so sagen möchtet. Und dass ihr ein Wunsch immer wieder fokussiert. Welches Gefühl wirst du haben, wenn dieser Wunsch erfüllt ist? Also das Ende. Jetzt ist dieser Wunsch erfüllt. Wie fühlst du dich? Was wirst du jetzt tun? Was wird geschehen? Was machen vielleicht andere? Also so eine innere Szene, die ihr so ein bisschen abspielen lasst. Und das wünsche ich euch dann, dass ihr das nachher in der Meditation, in der schamanischen Reise auch macht. Es ist also eine ungeführte, also schamanische Reisen übrigens sind generell, also die echten sind ungeführt, weil du deine eigenen inneren Bilder ja kreieren sollst. Meditationen können auch ungeführt sein, können aber halt auch geführt sein. Ne, also hier natürlich, ich werde euch dann im Grunde sagen, hier, geh jetzt zu deinem Endziel und fühle und nehme wahr. Was wird anders sein? Ne? Deswegen habe ich hier gesagt, geschrieben, wie wird sich dein Leben verändern? Was ist anders als jetzt? Und wie wirst du also merken, dass dein Wunsch erfüllt ist? Also das ist auch bei manchen Wünschen ist das so wichtig, weil zum Beispiel, ich nehme nochmal das mit dem Partner. Ja, ich bin mit einem Partner zusammen und wir arbeiten an der Beziehung und dann habe ich vielleicht den Wunsch, so dass wir eine harmonische Beziehung haben. Wann merke ich, dass dieser Wunsch erfüllt ist? Ja. Ich arbeite ja, also ich bin schon in Partnerschaft, ich arbeite daran. Wann weiß ich das? Und das ist manchmal, wo du dir klar sein solltest. Was ist also in Anführungszeichen hier das Ende? Der Zeitpunkt, wo es dir wirklich klar und bewusst ist, das ist die beste, die tollste, die wunderbarste Beziehung. Das ist genau das, was ich mir wünsche. Und wie fühlst du dich dann? Was tust du? Und so weiter. Und das ist eben so eine Szene, die du dir dann vorstellen darfst. In der Reise erzeuge dieses innere Bild und zeige dies deinen Archetypen. Hier nochmal so für euch, also wenn ihr jetzt noch keine Archetypen kennt, braucht ihr diese nicht direkt mitzunehmen, aber diejenigen, einige von euch kennen ja schon ihre Archetypen und diejenigen können gerne auch einen oder mehreren der Archetypen mitnehmen. Und deswegen habe ich hier nochmal kurz die Liste auch mitgebracht. Was sind Archetypen? Also die inneren Aspekte von mir in Form eines Symbols, kann man sagen, oder eines Menschen oder Ortes. Oder es muss kein Mensch sein, es ist manchmal auch ein Fabelwesen oder auch ein Tier. Und das Bekannteste ist eigentlich so, dass das Krafttier, das ist der Beschützer, der Freund, ein ständiger Begleiter, dann der innere Hüter oder innere Wächter, manchmal auch innerer Krieger genannt, der achtet auf meine Grenzen, der bewacht die untere Welt, der kennt auch alles, was so in der unteren Welt sozusagen abgeht. Wenn ich zum Beispiel größer werden möchte als eine bestimmte Angst, dann ist der Hüter ein wunderbarer Ansprechpartner. Dann sagt man, hey, helfe mir, unterstütze mich hier, dass ich diese Angst überwinden kann. Dann der innere Heiler, der heilt und harmonisiert deine Energien. Das heißt also im Grunde immer bei jeder Persönlichkeitsarbeit kann der innere Heiler auch mitwirken, damit ich ja meine Energie, das heißt also meine Schwingung verändern kann. Also immer wenn ihr an Glaubenssätzen arbeitet, ist auch der innere Heiler ein wunderbarer Archetyp, den ihr mitnehmen könnt. Dann der innere Lehrer, der innere Weiser, der ist eher dann Ansprechpartner, wenn es so um Lebensaufgaben geht, also für die in Anführungszeichen wichtigen Dinge im Leben, also für die
alltäglichen Dinge, da ist das Krafttier ein wunderbarer Begleiter. Ne? Also da ist er dabei. Und wenn es um die etwas eher schwereren Themen vielleicht auch geht, dann der Lehrer, der Weise, der dir auch mit Rat und Tat sozusagen zur Seite steht. Also da wäre er ein wunderbarer Ansprechpartner. Dann gibt es noch den Ruhe- und Kraftort, wenn es darum geht, so ein bisschen ja, langsamer zu machen, sich zurückzuziehen, Kraft zu tanken, Ruhe zu tanken. Das wäre also ein Ort, einen, den ich jetzt hier nicht mit reingeschrieben habe, ist noch die innere Quelle oder das Urvertrauen, ja, die Urquelle. Und dort, wenn du in der Urquelle badest, dann baust du dein eigenes Selbstvertrauen auf, auch das Urvertrauen zur Welt, zum Universum, zu Gott, zum universellen Bewusstsein etc. Und dann habe ich hier noch die drei, meine drei Lieben, die Einheit innere Frau, Mann, Kind. Denn die innere Frau, wenn es um die Schöpferkraft geht, dann ist sie auch der Ansprechpartner. Also wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte meine Schöpferkraft aktivieren, wäre auch eine Möglichkeit, in die eigene untere Welt, also in die Seelenlandschaft zu gehen und die innere Frau zu rufen und zu sagen, hey, du bist die Schöpferin und du bist die Schöpferenergie. Ich will, dass du mich dabei unterstützt, das und das Ziel zu erreichen. Und dann ist sie bei dir und du visualisierst dein Ziel und sagst, das möchte ich im Außen erleben oder haben oder sein. Und dann hast du direkt deine Schöpferenergie sozusagen neben dir, bei dir. Ja, sie ist die Kreative, die Schöpferin. Der innere Mann ist dann wichtig, wenn einmal er ist so ein bisschen das Bewusstsein, er ist so ein bisschen das Außen, er ist die Aktivität, er ist das Tun. Also wenn es bei deinem Wunsch eher darum geht, etwas im Außen zu tun, zu erreichen, nimm ihn auf jeden Fall mit. Die Schöpferin ist immer auch wichtig, ja. Deswegen, ich sage immer, die drei arbeiten wunderbar zusammen. Aber wenn es dann ins Außen geht, ist der innere Mann derjenige, der die Energien lenkt. Und das innere Kind, das ist immer dann wichtig. Manchmal sind es ja ernste Themen und das innere Kind ist immer wichtig, die Dinge mit Leichtigkeit anzugehen, mit Spaß, mit Spiel, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Und da ist das innere Kind immer auch wichtig. Ja, manchmal sage ich auch, einfach mal albern sein, einfach mal lachen, einfach mal ja, spielen, neugierig sein, ja, neugierig. Manchmal ist es so bei mir, wenn ich bestimmte Ziele visualisiere und dann aus meiner Meditation wieder rauskomme und dann sage ich so zu meinem inneren Kind, so und jetzt bin ich super neugierig, was im Außen geschieht, wie das nun zu mir kommt. Also ich tue nichts, also kommt auf den Wunsch drauf an, aber ich tue nichts aktiv im Außen, sondern ich gucke, was eben passiert und darauf reagiere ich. Das kann auch manchmal ein innerer Impuls sein, ja, dass ich also einen inneren Impuls habe, das oder jenes zu tun. Das ist natürlich immer noch wichtig, aber ich bin oft neugierig, was denn jetzt geschieht. Also gerne nehmt auch diese Archetypen mit, falls ihr den einen oder anderen kennt. Falls nicht, falls jetzt einer euch angesprochen hat, könnt ihr immer auch überlegen, jetzt in dieser Reise einfach diesen Archetypen mal zu rufen. Ja, schaut mal, ob sich der Archetyp zeigt oder auch nicht. Die Energie ist in euch. Jede dieser Energien ist in euch. Ihr braucht sie nur zu rufen. Okay. Dann gehen wir mal so ein bisschen in das aktive Tun mit den Ritualen. Ich habe hier einen sogenannten Altar und was ich immer ganz gerne mag, ist, dass ich die Elemente auch mit dabei habe. Also ich habe hier eine Adlerfeder für die Luft. Ich habe hier eine Kerze für das Element Feuer. Ich habe hier eine Muschel für das Element Wasser. Ich glaube, die seht ihr nicht ganz so gut.
Ich gehe mal so ein bisschen. Habe ich das komplett ausgefahren? Ja. Machen wir mal ein bisschen rüber. So. Dann habe ich hier noch den Stein für das Element Erde. Also immer irgendetwas, was das Element symbolisch darstellt. Dann habe ich hier noch einen kleinen Elf oder Wichtel. Das ist nochmal so für mich, um die Elementarwesen auch noch mit hier herbeizurufen. Also die Energien aus der mittleren Welt. Genauso wie heute habe ich hier so einen kleinen Pilz einfach mitgebracht. Das soll für mich auch immer so, man könnte zwar sagen, ist auch Erde, aber es ist für mich symbolisch so die mittlere Welt, die ich hier nochmal erzeugt habe. Und dann habe ich hier hinten noch meine Statue. Das ist die Statue der dreifachen Göttin. Und damit ist für mich die obere Welt, die dreifache Göttin mit der Jungfrau, der Mutter und der alten Weisen. Damit sind diese drei Aspekte die Ganzheit vom ganzen Universum auch hier mit dabei. Also das ist oft, was ich überlege erstmal, was möchte ich oder welche Symbolik möchte ich mit auf meinen Altar oder für mein Ritual denn hier dabei haben. Das sind so ganz typisch, die ich so gut wie immer dabei habe. Also für jedes Ritual passen diese Dinge immer auch ganz gut. Ich habe jetzt die Dinge hier gewählt, so ein bisschen auch schon, weil der Herbst so langsam kommt. Also deswegen auch so diese Energien von den Elementarwesen. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Herbstdeko sozusagen auch, eben weil ich damit symbolisch so ein bisschen sage, so jetzt ist eben so in Richtung Herbst, es ist noch nicht ganz da, aber ich leite es damit sozusagen schon mal die Energien ein, die ich schon spüre von dem nächsten Jahreskreisfest, das am 23. September ist, also das von Marbon, und das leite ich damit schon mal ein. Also auch das kann ich, ne, alles kann, nichts muss, du kannst ganz einfach auch dein Ritual immer gestalten. Dann für eine Wunscherfüllung passt die Farbe, also allgemein für Anziehungskraft, für Motivation passt die Farbe Orange sehr gut. Deswegen habe ich hier so eine kleine orangene Teelichtkerze mit dabei. Die wird jetzt gleich eingeweiht. Und ich habe Ritualpapier, also ich liebe das dann, auf Ritualpapier was zu schreiben und das dann zu verbrennen. Und ich habe jetzt hier einfach mal, weil ich nicht wusste, welche Wünsche habt ihr? Also ich habe einmal ein orangenes Ritualpapier mit, wie gesagt, Anziehung generell. Also man sagt manchmal die Farbe Orange, wenn du die nimmst, sei dir bewusst, was du dir wünschst, könnte sehr schnell zu dir kommen. Also so heißt es manchmal über die Farbe Orange. Dann habe ich hier Grün. Das seht ihr, glaube ich, so ein bisschen durchsichtig, weil wegen dem Greenscreen, aber das ist Grün. Grün ist alles, was wachsen soll im Leben, alles, was Erfolg ist, aber auch Themen Gesundheit kann es auch mal sein. Wobei die Gesundheit meistens im Schamanismus mehr mit der Farbe Blau erzeugt wird. Also die Farbe Blau ist Entspannung, ist Gesundheit, kann auch so ein bisschen in Richtung Kommunikation gehen. Also wenn es Beziehungen, wo eine gute Kommunikation entstehen soll, das könnte zum Beispiel auch blau sein. So, was ich immer ganz gerne mache, ich habe ja heute mal ein Teelicht genommen. Es gibt natürlich auch Stabkerzen oder Stumpenkerzen. Teelichter gehen aber, wie gesagt, genauso gut. Und ich möchte hier ein Thema auch mal hineinritzen. Also ich habe hier so ein kleines Holzstäbchen. Und ich werde dann eben hier ein, zwei Worte, ne, so viel Platz habe ich nicht dort, aber ein, zwei Worte auch hier mitnehmen. Und ihr könnt gerne schon mal so ein Thema einfach in den Chat schreiben. Gerne einfach mal reinschreiben, was wünscht ihr euch? Was ist so euer Ziel? Irgendein bestimmtes Ziel im Leben. Das kann auch gerne, ja, gerne irgendeine Emotion sein. Es kann Harmonie, Frieden, ja, solche Dinge einfach sein. Liebe. Kann es auch sein. Ich komme gleich nochmal. Ich wollte hier nämlich nochmal kurz, bevor wir in das Ritual gehen, noch ein kurzes Loslassritual
Ritual machen. Liebe Seelenpartner, genau. Liebe, das habe ich nicht. Und dann nehmen wir aber die Orangene. Also übrigens, wenn es tatsächlich um die Liebe geht, also um die Liebe in Form von Partnerschaft, kann manchmal auch die Farbe Rot ganz gut sein. Oder aber auch rosa oder pink. Also so in Richtung Pink ist mehr so, was auf jeden Fall Liebe und Treue ist. Das Rot ist so eher dieses kräftig Liebe, Leidenschaft, also mehr so diese Power. Und das Rosa ist mehr so die liebliche Liebe, so die Anfängerliebe, so diese romantische Liebe. Also alles hat ja Rotelemente, sowohl Rosa wie auch Pink. Welche Art möchte man, kann man auch unterschiedlich dann die Farbe dahingehend wählen. Okay, was kommt noch? So. Familienfrieden, Weisheit, die richtige Entscheidung zu treffen, Gesundheit, Heilung, Heimat finden, Gesundheit loslassen, Frieden, Kinderwunsch, Liebesbeziehung. Wunderbar. Sich selbst finden. Ja, da kann ich dann einiges aufschreiben, genau. Weisheit übrigens, also ich persönlich würde tatsächlich mit Weisheit, Weisheit, Klarheit, das ist für mich die Farbe weiß. könnte auch blau sein, also blau bringt auch so eine gewisse Klarheit mit, so ein helleres Blau wäre es aber für mich, das, ich habe also hier so ein Dunkelblau, das wäre so ein bisschen eher ein Hellblau. Berufung, Berufung finden. Okay, jetzt lass mich mal kurz überlegen. So ein bisschen Frieden. Ich schreibe mal Frieden und Heilung in die Kerze rein. Und ihr könnt euch überlegen, so ein bisschen Heilung zu dem, was euer Thema ist. Ne? Also auch hier Heilung ist ja, kann breit gefächert sein erstmal. Muss nicht unbedingt nur Gesundheit sein. Es kann auch Heilung am Körper, an einer Beziehung, an mir selbst, also gedanklich zum Beispiel. Genau, also das schreibe ich erstmal in diese Kerze, also mit so einem Stäbchen schreibe ich erstmal Frieden, Frieden ein. Und ihr überlegt dann immer, wie möchtet ihr Frieden, wie stellst du dir Frieden vor? Und das andere, nehmen wir die Heilung. Heilung. Okay, stell dir also die Heilung vor. Was oder wo in deinem Leben darf etwas geheilt werden? So, ich habe hier noch so ein kleines Salböl. Da ist jetzt Weißdorn bei, Fußwacholder und Kamille drin. Und ich habe einen Bergkristall hier auch noch mit drin. Ich glaube, es war Sonnenblumenöl. Das ist schon ein bisschen. Ein paar Monate alt, das war so ein Segnungsritual, das ich gemacht hatte. Und ich nehme jetzt mal so meinen Finger und hier einmal mit dem Uhrzeigersinn, denn ich möchte das anziehen. Wenn ich etwas anziehen möchte, mit dem Uhrzeigersinn, salbe ich hier meine Kerze ein. So. Heilung und Frieden. Heilung und Frieden. Die machen wir gleich an. So, hier kam noch Herz, Freude, mich wiederfinden und meinen Seelenpartner, Kreativität und meine Berufung finden. Wunderbar. Genau, diese Dinge schreiben wir gleich auch auf die Ritualpapiere. Aber weil ich ja weiß, dass viele von euch auch mal Dinge loslassen möchten, möchte ich euch, bevor wir dieses Ritual zum Anziehen machen, erst ein Loslassritual machen. Es gibt natürlich auch intensivere Loslassrituale, aber das, was dich heute beschäftigt, was du sagst, oh, das möchte ich heute loslassen. Dann nimm zum Beispiel solch ein Zahnstocher. Das ist die einfachste Art und Weise. Nimm einen Zahnstocher. Manchmal mache ich es auch gerne mit Seifenblasen. Ja, auch in Seifenblasen. Du überlegst dir als erst einmal, was möchte ich loslassen?
Und während du dann diese Gedanken hast, pustest du das entweder in die Seifenblase, also dass du ausblasst, und ich puste das jetzt hier in den Zahnstocher. Und überleg jetzt, ich puste für euch mit in diesen Zahnstocher. Was möchtest du loslassen? Loslassen. Loslassen. Diese Energie sammelt sich in dem Zahnstocher. Und dann nehme ich die Kraft des Feuers und transformiere diesen Holzstab zu Asche. Und indem ich das verbrenne, darf dann auch das losgelassen werden. Also ich nehme die Feuerkerze. Wir lassen das nun los, was jetzt der Zahnstocher aufgenommen hat. Wir lassen das nun los. Also ein kleines Loslassritual. Wenn ihr irgendwas im Leben habt, dann macht das mal so für ein paar Tage oder auch tatsächlich mal für einen kompletten Mondzyklus. Und jeden Abend oder jeden Morgen, also nur einmal am Tag, sagst du, das lasse ich jetzt los. Und dann fühl mal rein, dass es immer leichter und leichter wird. So, und dann schreibe ich jetzt auf unsere drei Ritualpapiere noch die Dinge, die ihr mir hier geschrieben habt. So, wartet mal. Also Liebe. Liebe den Seelenpartner. Dann hatten wir Familienfrieden. Familienfrieden. Frieden, Harmonie, Weisheit. Gesundheit, Heilung. Heimat finden. Dann haben wir Frieden nochmal, Kinderwunsch, das nehme ich auf. Hier. Liebesbeziehung, also Liebe, Beziehungen. Sich selbst finden. Die Berufung, Herzfreude, dann war noch mich wiederfinden, meinen Seelenpartner, den hat man schon. Kreativität, das haben wir noch nicht. Kreativität hier. Genau. Wunderbar. Ich schreibe nochmal Glück auch mit hin. Glück, Zufriedenheit. Und Ruhe, innere Ruhe. Das sind nochmal so die Emotionen, die ich da nochmal so ein bisschen sozusagen auch mitnehme, wenn noch eben auf den Ritualpapieren was
drauf wäre. Genau, Gesundheit hatten wir, glaube ich, schon, ja. Oder? Hatten wir schon? Ah, ich glaube, ich habe es nicht gesagt, gell? Gesundheit, doch, habe ich aber geschrieben. Ja, hatten wir schon. Okay, wunderbar. Gut, dann da mache ich erstmal unsere Kerze an. Ich habe hier so ein bisschen so einen kleinen Teller mit Sand eben drin. Da mache ich das immer dann, das, was ich verbrenne, eben drauf. Genau. Und hier nehme ich auch immer ganz gerne eine Zange, ne, damit ich das einfach nur in der Zange habe. Hier, weil es etwas ist, was ich gerne anziehen möchte, muss ich es nicht unbedingt falten. Ich kann es falten, falls es ein Loslassritual wäre. Dann sollte man die Schriften nicht mehr sehen, ja, weil du guckst vielleicht ins Feuer und dann brennt sich doch noch das ein oder andere Wort rein. Das wäre dann nicht so gut. Also bei einem Anziehungsritual kannst du es gerne offen lassen. Ich falte es jetzt einfach nur einmal so ein bisschen zusammen, lass aber das Geschriebene ist außen. Und dann, ja, lassen wir mal die Kreativität, alles, was ihr anziehen möchtet. Ich habe hier Liebe, Seelenpartner, sich selbst finden, Heimat finden, Kreativität. Wenn das euer Wunsch ist, dann habt das jetzt im Herzen. Wir übergeben das dem Universum, diese Energie. Danke. Danke an alle Spirits, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Danke, danke, danke. Dann habe ich hier Berufung, Glück, Weisheit, Herzfreude, Zufriedenheit und Gesundheit auf dem Grünen. Alles, was wachsen darf, was größer werden darf. Auch hier könnt ihr wieder sagen, das wünsche ich mir. Danke, danke, danke. Dann ans Universum, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Danke, danke, danke für eure Unterstützung, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Das Blaue, da habe ich jetzt ich kann gerade selbst gucken. Zufriedenheit, Gesundheit, Heilung, Kinderwunsch, Ruhe. Das ist auf dem Blauen. Innerer Frieden, Seelenfrieden steht hier noch drauf. Genau, der Seelenfrieden habe ich hier noch. Einmal das Blaue. Und auch das übergeben wir an das Universum, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Danke, danke, danke für die Unterstützung, für die Hilfe, auch hier mit diesen Wünschen. Danke. Und das ist auch immer ganz wichtig, das Danke zu sagen, dankbar zu sein. Dankbar zu sein und das anzunehmen, das einmal loszulassen, also einmal die Absicht auszusprechen und es dann loszulassen und dankend anzunehmen. Und jetzt gehen wir noch kurz, also ich mache eine kurze Reise noch mit euch, eine kurze Meditation. Wir gehen jetzt einfach in uns, macht einfach die Augen gleich zu. Ich werde auch ein bisschen trommeln noch dazu und visualisiert einfach das, was jetzt der Wunsch ist erfüllt oder auch die Wünsche, der Wunsch ist erfüllt. Wie fühlt ihr euch jetzt? Was für eine Szene läuft jetzt ab? Was passiert? Was macht ihr? Vielleicht auch, wenn andere mit dabei sind. Was tun andere? Was sagen andere jetzt zu dir? Und da gehen wir jetzt in diese Energie noch hinein.
Einmal kurz. Eine Trommel. Also setzt euch nochmal bequem hin. Du kannst deine Augen schließen. Atme erstmal aus und komme zur Ruhe. Folge deiner Atmung, das Einatmen und das Ausatmen. Alles, was an Gedanken kommt, kannst du loslassen, sodass du dich jetzt fokussieren kannst auf das Ende deines Zieles. Wenn Gedanken oder andere Gefühle oder andere Ablenkungen auftreten sollen, dann schiebe sie liebevoll einfach zur Seite und komme wieder zu deinem inneren Bild mit deinem Gefühl, das du erzeugen möchtest, das du jetzt dann noch hast. Komme dorthin wieder zurück. Wenn du möchtest, kannst du dich jetzt zu deiner Seelenlandschaft beamen lassen. Du bist in deiner Seelenlandschaft. Und wenn du es brauchst, wenn du möchtest, kannst du auch dein Krafttier oder andere Archetypen herbeirufen, die dich dabei unterstützen, die dich dabei unterstützen sollen, dürfen. Du bist beschützt, du bist getragen, du wirst unterstützt von dem Universum, von deiner eigenen inneren Welt. Und nun lasse das Endziel erscheinen, die Szene, das, was nun passiert. Du weißt, du hast jetzt dein Ziel erreicht. Was tust du? Wie fühlst du dich? Was geschieht, wenn jemand dabei ist? Was tut die andere Person? Oder vielleicht erzählst du auch einer Person, dass du es erreicht hast. Lass deine Szene ablaufen. Immer und immer wieder, während ich jetzt gleich trommle. Ich trommle etwa so 5 Minuten. Und lass immer wieder dein Endziel ablaufen. Vielleicht immer wieder von vorne. Oder geh einfach weiter, wenn dein Ziel erreicht ist, dein Wunsch erfüllt wurde. Was ist jetzt anders in deinem Leben? Was ist neu? Wie fühlst du dich? Nimm das Gefühl, bade in diesem Gefühl. Das erzeugt deine Schwingung.
Und nun komme langsam wieder zurück in diese Realität. Nimm das Gefühl mit. Bleib in dieser Schwingung, bleib in diesem Gefühl, sodass du auch dann, wenn du gleich die Augen aufmachst, immer noch dieses Gefühl empfindest. Komme dann langsam zurück, indem du anfängst, dich zu bewegen, deine Hände und Füße bewegst, dich dehnst und streckst, einmal tief ein- und ausatmest und bedenke, umso öfter und länger du auch in diesem Gefühl bist und bleibst, umso stärker erzeugst du auch die Intensität von diesem Wunsch. Deshalb gerne geh immer wieder in diese Visualisation hinein und so als kleiner Tipp, wenn ihr ins Bett geht und schon dort liegt und die letzten Gedanken, die letzten Empfindungen, genau bleibt, seid in diesem Gefühl, in dieser Szene, macht genau dann diese kleine Meditation, weil ihr das sozusagen mitnehmt in den Theta, ihr kommt ja dann in den Theta-Zustand, also in diesen tiefen Entspannungszustand und gleitet dann über in den Schlaf. Und es gibt nichts Besseres, als diese guten Energien mit diesen guten inneren Bildern damit einzuschlafen, weil du erzeugst das dann automatisch ja im Inneren und in deinem Schlaf sozusagen. Danke, danke, danke schön. So, ihr Lieben. Genau, dann wollte ich noch ganz kurz sagen, also das ist natürlich auch so Teil von dem schamanischen Heiler und der so aufgebaut ist, dass wir verschiedene Rituale machen, verschiedene inneren Reisen auch machen, diese Archetypen natürlich auch ganz, ganz intensiv kennenlernen. Und morgen beginnt der kleine Basiskurs. Da geht es erstmal überhaupt um Energien. Was ist Energie? Ja, was sind die leichten Energien? Was sind die schweren Energien? Dann im nächsten Jahr im März, da kommen dann die schamanischen Reisen mit den ganzen Archetypen. Im Oktober haben wir die Kraft der Ahnen, um eben dieses Ahnenfeld auch aufzuräumen. Also wenn ihr dazu sagt, hey, in meiner Familie, da sind so einige Dinge, die energetisch einfach losgelassen werden können. Dann ist zum Beispiel die Kraft der Ahnen, die ja zurückzufordern sozusagen. Das ist da eine wunderbare Energiearbeit und bei den Kraft der Ahnen, da verbinden wir auch äußere Rituale mit inneren Ritualen. Also gerade das ist eine Arbeit, wo wir beides machen. Bei Energie von Kerzen, Farben, Symbolen, da geht es eben darum, wie erzeuge ich oder was nutze ich in einem äußeren Ritual? Was kann ich da nutzen? Ne? Also, dass man das auch findet, dass man auch hier sagt, hey, ich finde danach, ich erzeuge danach mit dem und dem Symbol das und das und so weiter. Und Schutz- und Reinigungsritual, da geht es natürlich einmal darum, diese Energien überhaupt von die schweren Energien zu erkennen auch. Auch hier mit Chakrenarbeit dann auch aus den Chakren das herausziehen zu können und bestimmte Schutz- und Reinigungsrituale dann auch auszuüben für sich und für andere. Genau, also das jetzt erstmal. Genau. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr gerne die Fragen auch noch stellen. Also wenn ihr noch irgendwas habt, könnt ihr gerne eben im Chat auch noch Fragen stellen. Genau, also hier zum Beispiel Kraft der Dankbarkeit und Segne, da geht es sehr viel um Rituale, Seelengespräche, da geht es mehr dann wieder um innere Reisen, also weil diese führen wir sozusagen im Inneren. Und die Urtypen, die habe ich vorhin schon kurz vorgestellt, Kind, Frau, Mann, das ist so eine wunderbare Einheit für mich, die so viel erzeugt hat, auch in meinem eigenen Leben, die so viel, die ich immer wieder auch herbeirufe. Und wenn die sich uneins sind, dann bringe ich sie immer mal wieder zur Harmonie. Da bei den beiden habe ich noch keinen neuen Termin. Die werde ich dann noch machen. Und die Jahreskreisfeste, die wieder beginnen im Januar. Also heute, vielleicht der ein oder andere von euch ist ja mit dabei. Wir haben nächste Woche habe ich jetzt zum Beispiel dann, da besprechen wir das Jahreskreisfest Marbon.
Aber jetzt, also wer jetzt neu einsteigt, würde ich eben vielleicht euch eher sagen, steigt im Januar ein, weil jetzt dieses Jahr haben wir noch drei Feste. Genau. Okay, ihr Lieben, ich danke euch fürs Dabeisein. Ich danke euch für die Energie, denn jeder von euch erzeugt ebenfalls diese Energien. Also jeder von euch ist mit in diesem Raum hier mit dabei. Und das Beste, was ihr für euch, für mich, für uns alle machen könnt, ist, arbeitet an euch, sodass ihr selbst wachst, dass ihr immer mehr auch die guten Energien erzeugt, dass wir die Schwingung erhöhen für die Welt, für uns, für das Einssein. Denn wir alle sind eins. Und dass wir das auch immer mehr merken, spüren, fühlen. Genau. Ich danke euch. Danke, danke. Es kommen, soweit ich sehe, keine Fragen. Deshalb sage ich auch euch danke, danke, danke. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch auf dem einen oder anderen Wege. Sehe ich euch bestimmt wieder. Und erstmal einen schönen Abend. Genießt die Energien und denkt daran, mit den guten Energien einzuschlafen und aufzuwachen. Dankeschön. Ciao, ciao, ciao. Danke euch. Danke, danke, danke. Schönen Abend euch noch. Ciao.